Freunde der guten Unterhaltung, wieder mal zurück hier auf meinem Kanal. Ich begrüße euch erstmal ganz recht herzlich. So, um was soll es heute gehen? Logischerweise, klar, um den Rentruck. Ja, hübsch, ne? Ist doch wohl astrein geworden, finde ich also auch. Irgendwie, naja, vielleicht sollte man ihn ein bisschen aufpusten hier. Aber das können wir machen, das ist kein Problem. So, da haben wir das Ganze jetzt mal ein bisschen aufgepustet hier. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Ich für meinen Teil habe beschlossen, das Ding ist jetzt erstmal fertig. Ich habe hier einen Union Jack reingepackt, weil ich halt England-Fan bin. Weil die Mentalität der Leute da einfach wesentlich besser ist als hier in Deutschland. Ich bin zwar in Deutschland geboren, bin auch Deutscher und naja, dieses ganze Gesumsel. Nur, ich fahre halt sehr gerne nach England. Auch, dass mein Englisch halt nicht das allerbeste ist. Aber das ist in England überhaupt gar kein Problem, weil die Leute halt eben da wesentlich ruhiger, wesentlich friedlicher sind und auch ja, mit dem Ganzen halt besser umgehen. Das aber nur mal so nebenbei. Da oben die Irlandfahne ist halt einfach nur als kleines Zubrot, hätte ich jetzt bald gesagt. Kleines Geschenk an Linnea LP. Gut, weiter geht's. Hier hinten jetzt einen kleinen Spoiler noch hinten drauf gefriemelt, weil ist ja halt ein Renntrag, nicht? Und an einem Rennwagen ist ja noch ein Spoiler dran. Warum nicht auch an dem LKW? Das wird jetzt hier sowieso nur ein kurzer Überblick werden, denn ein großes und ausführliches Video über das ganze Ding und die ganzen Funktionen, die er bis jetzt noch bekommen hat, wird noch folgen. Da werde ich dann mit Ben zusammen, vielleicht ist der Metos auch dabei und Yama auch, das weiß ich noch nicht. Ob sie Lust haben, dabei zu sein. Ich werde sie einfach mal fragen und mal gucken, was sie zu sagen. Da wird es dann, wie gesagt, ein Special geben. Das wird dann auch wahrscheinlich ein bisschen länger werden. Dabei dann halt eben auch die Funktionen so ein bisschen mal gezeigt und auch erklärt werden. Mal gucken, was ich mir da so einfallen lasse. Habe halt hier ein bisschen was drin verbaut und gebaut. Gehen einfach mal rein hier. Seitlich ist ein kleines Türchen. So, gehen wir hier einfach mal rein. So, ups. Tür wieder schließen. Und ja, so sieht das Ganze aus. Werde mal hier eben mal kurz mal Optifine aktivieren, dass das hier hell wird. Dass wir hier nicht so im Dunkeln stehen. Weil, wenn, dann nehme ich hier Optifine aus ist. Dann habe ich hier überall wunderschöne bunte Schatten. Wollen wir nicht. So ist hell, so kann man was erkennen. Ja, ja, die Sitze noch mal ein bisschen überarbeitet. Da hat der Metos mir noch so ein bisschen tippstechnisch geholfen und meinte, aufpolstern wäre eigentlich eine gute Idee. War ich also auch der Meinung dann, nachdem wir dann ein bisschen getüftelt hatten. Sah das Ganze so aus. Die Armlehnen etwas verbreitert. An den Sitzen habe ich nur die Kopfstützen ein bisschen erhöht. Oben, ja, so eine Art Nahten noch mit dran gebracht. Vielleicht mache ich das in der Rückenlehne auch noch vor dem Special, dass es so ein bisschen sich an das untere hier anlehnt. So, oben ist einfach nur eine einfache Deckenverkleidung dazu gekommen. Dann hier oben die Ablage. Mit einem Radio auf der linken Seite, dem Funkgerät hier mit dem Spiralkabel und dem Mikrofon auf der Seite. Zusätzlich sind jetzt hier noch Dachlaternen und Rundumleuchten noch dazu gekommen. Und ja, hier unten ist sonst so nicht so ganz viel mehr passiert. Hier hinten habe ich nur noch ein bisschen das Ganze zugemacht. Hier schimmert ab und zu lila durch. Das ist aber beabsichtigt.
Und zwar sind hier einfach zwei verschiedene Gläser hintereinander. Und zwar ein lilanes und ein gelbes. Und hinter dem Ganzen ist Glowstone. Dass wenn man jetzt hier so seitlich guckt und hier so ein bisschen hin und her fliegt, kommt ab und zu so ein lila Schauch. Lila Schauch. Nee, ist klar, was zum Teufel ist ein lila Schauch? Ein lilaner Hauch durch. Da unten zum Beispiel. Das ist also gewollt. Ja, hier oben die Ablagen für Klüngelkram, das, was einem während der Fahrt sowieso ständig um die Ohren fliegt. Und ja, ansonsten hier drin war es das denn soweit. Wir können noch mal eben noch mal raus. Huschen wir jetzt übertrieben. Ich fliege auf Speed 1. Ja, das werden wir wohl für Special auch ändern müssen, denn das dauert eindeutig zu lange. So, dann fliegen wir hier noch mal flugs hoch aufs Dach. Hier habe ich also die Auspuffrohre, den Qualm dann noch so ein bisschen überarbeitet, ein bisschen mehr halt, ne? Zusätzlich ist hier oben aufs Dach halt noch so ein Leuchtbalken drauf gekommen. Ja, so Pacecar-technisch dachte ich mir denn irgendwie, wo die äußeren dann blinken, die mittleren leuchten. Mittleren. Nee, ja, nee, ist ja. Naja, sortiert euch das halt einfach selber. Die da in der Mitte, die leuchten halt einfach nur. So, hier hinten, haben wir ja eben schon gesehen, ist nur die Sattelplatte imitiert. Natürlich jetzt ohne den Öffner für die Sattelplatte und so weiter. Und dieses ganze Gedönsi, Anschlüsse, wollen wir ja beim Renntag nicht unbedingt haben. Das ist halt einfach nur als zusätzliches Gewicht auf der Hinterachse, denn diese Sattelplatten sind höllisch schwer. Zusätzlich, wie gesagt, für den besseren Anpressdruck hier hinten noch so ein kleiner Spoiler. So, da meine Grafikkarte hier nicht das mega beste ist, ist leider der Bildaufbau hier denkbar schade, sage ich jetzt mal. Und ja, hier, wie gesagt, nochmal die Irlandfahne. Hier drüben habe ich nochmal den Union Jack drauf. Das erstmal soweit hier zum Thema Renntrack. Ich werde mich jetzt mal wieder zurück langsam zum Spawn begeben und sage einfach mal, ja, ich hoffe, ihr seid beim Special dabei und wir sehen uns im Special, wenn das Ding richtig erklärt wird. Irgendwann wird es diese Map auch zum Download geben. Ich gehe mal von aus, dass das irgendwann so in dem Zeitraum sein wird, wenn in der Kathedrale von Ben die Fenster eingesetzt sind, das Video mit dem Gewinner aus der Verlosung gemacht ist, denn der soll bei der Verlosung, was ist ja heute los hier? Irgendwer hat meine ganzen Gedanken gemischt und die Worte sollen dieser Blödsinn, wenn ich den erwische. Der Gewinner sollte halt eben bei dem Einsetzen der Fenster in der Kathedrale hier soll er dabei sein. Denn wie man jetzt sieht, von Weitem, da ist man so ein bisschen was zu erkennen. Nein, sie ist nicht gesprengt. Sie taucht so ein bisschen auf da noch. Ich gehe jetzt nicht dichter ran, denn das ist nicht mein Projekt. Und das, was machen wir nicht? Der wird halt eben, wie gesagt, in dem Gewinnervideo dabei sein und ja. Vielleicht schließen wir gleich in dem Zug an, hier das Special zu dem Renntrack. Und ja, vielleicht seid ihr auch dabei. Wäre schön. Wenn es euch gefällt, vielleicht einfach ein Däumchen nach oben, damit ich weiß, dass es euch gefällt. Denn das nächste Projekt ist in Planung. Es wird, glaube ich, größer. Ist so meine Befürchtung. Jetzt muss ich nur sehen, dass ich hier irgendwo einen Platz finde. Das ist zwar eine Flatmap hier, aber naja, da steht die Kathedrale, Kirche, wie auch immer. Und da steht der Renntrag. Ja, in die Richtung soll noch dorftechnisch noch ein bisschen was passieren. Ja, da, wie man sieht, wird es leichte Abrissarbeiten geben müssen im Dorf. Mal schauen, vielleicht gehen wir in die Richtung oder mal gucken. Das weiß ich noch nicht. Das entscheide ich dann mit Ben zusammen, wo wir das Ganze bauen.
Vielleicht ist er diesmal auch dabei. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich einfach überraschen. Ansonsten nicht das Thema. Ich kann hier mit WordEdit arbeiten und ja, das Ding ist dann relativ schnell zusammengenagelt, hätte ich bald gesagt. Und ja, es wird auch das ein oder andere System da drin geben. Leider sind auf diesem Server momentan Kommandoblocks noch nicht aktiviert. Sie sind zwar verfügbar, aber nicht aktiviert. Was schade ist, denn die könnte ich eventuell für das folgende Projekt gut gebrauchen. Weil ich da, ja, ich sag mal, relativ große Flächen bewegen muss. Ja, wenn ihr Lust und Laune habt, dann würde ich sagen, schreibe ich einfach mal eine TS-Adresse unten rein von mycliff.net. Auf dem TS-Server bin ich des Häufigeren. Ja. Vielleicht hört man sich da oder stört sich mal oder wie auch immer. Ich fange an, dummes Zeug zu erzählen. Darum mache ich jetzt hier Schluss und sage einfach mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal.